Und weiter geht's mit einer neuen Folge von Stardew Valley. Wir haben uns letztes Mal ein paar Fische geholt. Ein oder zwei. Oh nein, ich wusste, dass es heute wieder stürmt. Ich hab's so gewusst. Ich hab's so gewusst. Ich wollte gestern, ohne Witz, wollte ich noch gucken gehen, ob ich hier nicht zumachen soll. Oh yeah, mein Stall ist fertig. Das ging ja schnell. Machen wir hier gleich mal zu hier. Wie cool. Oh. Eine neue Baby-Echse ist geschlüpft. Fralle. Ja, Fralle. Nur zu. Renat. Brulla. Zuzabella. Silla. Nepp. Trocke. Chuka. Kuh. Wima. Sose. Ripo. Prinabella. Zopu. Danny. Ricardo. Shepurt. Tommy. Senna, Tenelo, Gelly, Truzzo, Fruppa, Prulla, Mumbo. Nehmen wir Mumbo. Willkommen in der Familie, Mumbo. Oh, da ist er ja. Oh, wie süß. So ein kleiner Klopsi. Voll der süße Dino-Baby-Bär. Oh ja. Yeah. Schaut so aus, als würde er automatisch gefüttert werden. Ich bin im Himmel. Jetzt kann ich mir das Schattenbaby holen. Und dann vielleicht sind die Hasen. Oh, Rotkohl kann ich auch ernten. Wie cool. Jetzt habe ich natürlich genau einen goldenen erwischt. Ich brauche einen normalen. Jawohl. Können wir gleich wieder. Raushauen den Scheiß. Jetzt brauche ich aber nur kurz. Was wollte ich jetzt? Das Schattenei. Gib mir das Schattenei. Lass es mich schlüpfen. Schlüpfen lassen, besser gesagt. Lass es mich schlüpfen lassen. Gutes Deutsch. Hört sich irgendwie komisch an. Egal. Wie cool. Gut zu wissen, dann brauche ich ja gar keinen. Darf ich mal hier? Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich denke, ein kleines schwarzes Hühnchen. Ist aber nur eine Vermutung. Oh, die Kuh ist aber sauer. Kann ihr auch nicht helfen. Zicke. Okay, die haben wahrscheinlich kein Futter bekommen. Na? Wie viel kostet mich der große Stall? Ich glaube 25.000, oder? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Bevor wir das machen, schmeißen wir. Jetzt muss ich mal nochmal kurz gucken. Koch. Nein. Färben war das doch, oder? Oh, mir fehlt da auch bloß noch eins. Das heißt, wir haben das nächste gefüllt. Binnen weniger Minuten. Müssen erstmal kurz ernten hier, wenn schon so viel hier rumhängt. Pepperoni für mich. Ui, das hat sich übel angehört. Was ist denn das hier oben? Kann man das auch ernten? Das schaut so komisch aus. Nö, kann man nicht. Das schaut bloß so aus. Okay. Schmeißen wir doch gleich mal.
Tomate muss ich auch noch wegpacken. Die habe ich, glaube ich, auch noch nie gehabt. Das ging ja schnell. Verkaufen wir erstmal das Zeug hier. Weg damit. Oh, nein, das heben wir auf. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Yay, wir haben das nächste frei. Halt, stopp. Wir gehen erstmal zu Mani und hoffen, dass sie heute frei hat. Nicht frei hat. Wir wollen, dass sie nicht frei hat. Könnte ich noch zum Pier marschieren, damit ich bei dem wieder ein paar Sachen kaufen kann zum Aussäen für den Sommer. Und dann könnten wir losdüsen und unseren Rotkohl abgeben. Ich kriege also jetzt auch einen Hasen. Wie cool! Luxusstall, Luxusstall. Wir nehmen den Hasen. Snitcher. Cosley, Kurtika. Schumbus. Shutsu, Tsitsi, Tririti, Grinnell, Feppalina, Trabell. Grizzo, Kuzita, Masko, Tritomo, Tinana, Franley. Das ist ein cooler Name. Okay. Gut zu wissen. Wollte ich unbedingt immer schon mal hören. Könnten die nicht einfach mal was Cooles in ihren Müll sperren, schmeißen, wie auch immer? Ich habe einen kleinen Hasen. Ich habe einen kleinen Babyhasen. Ist das nicht cool? Nein, will ich nicht. Jetzt haben wir dann erstmal wieder genug. Das würde ich nämlich jetzt gern auch noch anpflanzen, weil wir jetzt nämlich nicht gießen müssen. Sehr schlau, sehr schlau. Halt, stopp. Bündel komplett. Saatguterzeuger, na toll. Koch und Verzauberer brauche ich jetzt noch. Können mal gucken, dass wir diese Kochrezepte jetzt dann mal durchklatschen. Ich glaube, es ist Makirolle und Trüffel. Und darauf sparen wir ja jetzt schon. Warte mal, Regen, Regen, Aal. Wir können den Aal fangen. Wir müssen uns beeilen. Hoffentlich erwischen wir jetzt noch einen Aal. Bei Regen kann man nämlich einen Aal fangen im Ozean bis um 2 Uhr morgens. Schau, er mag einen Rotkohl. Hätte ich ja nie gedacht. Ich muss ihm einfach immer das schenken, was ich nicht denke, was er mag. Dann ist es genau richtig. Können eigentlich noch irgend so eine Fischsuppe oder so kaufen.
Dann steigt unser Fischerkönnen. Forellensuppe. Plus eins Fischen. Hat der noch was Besseres im Gepäck? Oh shit. Das ist schlecht. Ich kann. Verdammt. Ich kann mir die Suppe jetzt nicht mehr kaufen. Schlecht. Da habe ich jetzt nicht nachgedacht. Naja. Da muss ich da jetzt durch. Ach so, von 16 bis 2 Uhr, na egal. Ich habe mich verlesen, aber dann können wir jetzt wenigstens schön üben. Und hier ein paar Fische verkaufen und vielleicht dann für 250 Moneten. Das Essen kaufen, damit wir besser sind im Fischen. Vielleicht merkt man es ja. Und wir können den Aal fangen. Wer weiß. Obwohl, den Oktopus können wir fangen. Von 6 bis 13 Uhr. Verdammt, ist auch vorbei. Verkackt. Upsi-dups. Na komm jetzt, lass es ein guter sein, damit ich viel Kohle krieg. Na toll. Plus eins Fischen. Es gibt noch irgendwas, das mir plus vier Fischen, glaube ich, gibt. Noch eine Stunde, dann kommen wir zum Aal. Oh, ein antikes Schwert, das habe ich noch nie gehabt. Das ist ja cool. Komm schon, lass mich den Aal fangen. Bitte, 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 bitte. Dann kann ich den nächsten Fisch von der Liste streichen und dann fehlt mir nur noch einer auf einer Seite. Dann habe ich nämlich eine Seite gleich voll. Sehr gut. Genial. Dann fehlt mir nur noch der Oktopus. Na komm. Komm all. Lass dich angeln. Ach so, Frühling, Herbst. Verdammt, ich bin so hohl. Shit. Ich habe es nicht richtig gelesen. Ich dachte, er ist im Sommer. Verdammt. Dann gehen wir jetzt zum Bergsee hoch und zwar Flotti und angeln, wenn wir Glück haben, noch einen Stör? Fragezeichen. Vermutlich eher weniger.
6 bis 19 Uhr. Wir haben also noch eine Stunde Zeit. Juhu, ist ja überhaupt nicht hektisch oder so. Ist das? Wow, das könnte er sein, das könnte er sein. Konzentration. Das ist er nicht. Der war zu leicht. Komm jetzt. Stör. Zeig dich. Alter, das ist er wieder nicht. Ich kotz gleich. Das ist er auch nicht. Der ist auch viel zu leicht. Gott, ich hasse die Fische. Ich hasse sie so unglaublich sehr. Vielleicht holen wir uns einen Eispip oder einen Lava-Ei. Das ist wieder kein schwieriger Fisch. Traurig. Traurig, traurig, dass es so ist. Aber naja. Nur nicht aufgeben. Es wird schon noch. Doch sowas Tolles. Wow, schon wieder. La 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 la. Ich weiß nicht, was die Leute immer am Angeln haben. Mir ist das irgendwie zu langweilig. Da ist er ja, mein Eispipi. Der ist ziemlich hart. Finde ich so raus. Ach, verdammt, ich habe kein Ding mehr. Ich habe es mir schon fast gedacht, dass es nicht so lange hält, bis ich einen Fisch habe, den ich brauche. Ich hasse dich, du blödes Spiel. Das Angeln ist echt nicht meins. Ich hasse das Angeln. Wisst ihr was? Wir machen es jetzt anders. Ihr wollt nämlich noch was anderes tun. Jetzt bringt es eh nichts mehr. Weil wenn, dann muss ich angeln mit irgendwas zum Essen. Und ich habe, glaube ich, irgend so einen Fischereintopf und möchte mal sehen, was ich dafür brauche, wenn ich es selber mache. Oh verdammt, ich habe was vergessen.
Hallo. Geh weg jetzt, du blödes Ding. Das Teil nervt mich langsam. Ja, ich muss doch killen. Jetzt muss ich mich dann verpieseln. Okay. Und tschüss. Ich dachte jetzt, ich überleb's nicht mehr. Ich hätte es vermutet, dass ich das nicht mehr reißen kann. Aber ich habe sie überstanden. Glück gehabt. Warum komme ich denn hier nicht weiter, Mann? Okay, jetzt reicht's mir aber. Jetzt gehe ich rein hier. Und ab ins Bett so schnell wie möglich. Hund, geh weg. Alter, willst du mich verarschen? Ich finde es echt schön, dass es so knapp geworden ist. Aber hey, ich hoffe, für euch hat der Part gefallen. Wenn es so sein sollte, schreibt es mir in die Kommentare. Gebt mir ein Like oder ein Abo. Ich würde mich super freuen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüssi.